kommen wir zu Part 2 von den Digimon und den Armoreiern, angefangen mit dem Armorei des Mutes. Im ersten Part hatte ich ja schon, wo ich so ein bisschen über die Armoreier und die Armordigitation erzählt hatte, erwähnt, dass die Armoreier nicht nur als Rüstung für das jeweilige Rookie-Digimon dienen, sondern auch für ein Element stehen. Und im Falle von Mut ist das natürlich das Element Feuer. Flamedramon ist natürlich ein Paradebeispiel, wie zumindest meiner Meinung nach, und ich glaube auch viele andere sehen das so, ein Armor-Digimon auszusehen hat. Man sieht ja eindeutig, dass es Vemon ist, nur eben etwas größer und kräftiger, der dann das Ei als Rüstung bekommen hat. Und ja, natürlich sehen wir eben, weil das Ei selber ja auch so ein Flammenmuster hat, das sehen wir dann auch sehr gut bei Flamedramon, und natürlich hat es auch Feuerattacken, und der Name spricht natürlich auch für sich. Flamedramon war ein gutes Beispiel. Und jetzt kommen wir zu einem schlechten Beispiel, und das ist Alomon. Okay, es ist ein Dino und Dinos haben bei Digimon sehr oft etwas mit Feuer zu tun und in der Tat, es kann auch eine Feuerattacke, aber es sieht überhaupt nicht feurig aus und es trägt nicht mal eine Rüstung. Man hätte ihm ja zumindest farblich, also die Haut, anpassen können an das Armorei, aber das hat man nicht. Nö, es ist blau-rot. Und auch mit Hawkmon hat es zugegebenermaßen absolut keine Ähnlichkeit, außer dass es zwei Federn am Kopf hat. Also wenn ich es nicht wüsste, wüsste ich nicht, dass es eine Digitation von Hawkmon ist. Und ehrlich, wenn ich es nicht wüsste, würde ich nicht mal auf die Idee kommen, dass das hier ein Armor-Digimon ist. Unser drittes Beispiel ist dagegen so 50-50. Hier haben wir Boamon. Das ist die Armor-Digitation von Armadillomon mit dem Ei des Mutes. Gut, das Element Feuer können wir ja eindeutig sehen. Es hat nicht nur Feuerattacken, sondern es brennt auch. Naja, immerhin. Allerdings kann ich hier wieder keine Rüstung sehen. Dabei, ich finde, bei dem Design wäre das wirklich nicht schwierig gewesen, wenn man ihm zum Beispiel irgendwie so eine Panzerung an den Beinen gegeben hätte oder so ein bisschen vielleicht auch auf dem Rücken oder so. Hätte ja nicht ganz so sein müssen wie bei Flamedramon. Einfach so ein, zwei kleine Teile, das hätte ja genügt. So. Und mit Armadillomon hat es ja auch nicht wirklich irgendwas gemeinsam. Ich meine, Gürteltier wird ein Wildschwein. Das heißt, das Element wird hier zwar sehr gut verkörpert, aber von Armor-Level und Armadillomon sehe ich hier wieder absolut gar nichts. Dann haben wir Shadramon. Auch das ist wieder ein gutes Armor-Level. Das ist die Digitation von Wormon. Wir sehen natürlich, dass es ein paar Ähnlichkeiten mit Wormon hat. Man sieht ja, dass es insektenmäßig ist wegen den Flügeln, es ist grün, es hat denselben Mund wie Wormon, Insektenaugen und natürlich auch so Ohrenfühler wie Wormon. So, wir sehen natürlich auch das Ei als Rüstung, genauso wie bei Flamedramon, und Feuer können wir durch die Flügel natürlich auch erkennen. Das heißt, das passt wieder genauso gut wie Flamedramon. Oder sagen wir mal so, es passt fast genauso gut wie Flamedramon, denn bei Flamedramon kann ich Vemon wirklich sehr gut drinne sehen. Hier dagegen sehe ich zwar einen Insekt, aber so richtig Wormon kann ich da auch nicht sehen. Eigentlich sieht es aus wie Flamedramon als Insekt. Hier haben wir Lynxmon. Das ist die Armor-Digitation von Gatomon. Natürlich haben die beiden so ein bisschen Ähnlichkeit. Es sind immerhin beides Katzen und auch die Ohrspitzen sind lila. Gut, das Element verkörpert es auch sehr gut, denn das Feuer ist nicht zu übersehen. Aber ja, wo ist die Rüstung? Wie bei Boamon bin ich der Meinung, man hätte auch hier sehr leicht an den Pfoten so ein paar kleine Rüstungsteile dran packen können, vielleicht auch am Gesicht oder Kopf oder so. Und von daher passt es wieder nur zum Element, aber eben nicht zum Ei. Und ja, deswegen, wenn ich es nicht wüsste, ich wüsste nicht, dass es ein Armor-Digimon ist. Zuletzt haben wir Baromon, die Armor-Digitation von Patamon. Und das ist wieder ein super schlechtes Beispiel, genauso wie Alomon halt. Ich meine, im Ernst, mit Patamon hat es absolut nichts gemeinsam. Es hat zwar so ein paar kleine Rüstungselemente im Gesicht, also so ein bisschen Schmuck, aber statt dass es aussieht wie vom Armorei des Mutes, ist es einfach irgendetwas. Und ja, man hätte wenigstens die Kleidung im Stil vom Armorei des Mutes machen können. Ja, dann wäre es wenigstens eine Ähnlichkeit, aber nö, hat es nicht. Wir sehen keine Rüstung, Feuer sehen wir auch nicht, auch wenn es Feuerattacken kann, das bringt mir optisch gar nichts. Und ja, wie gesagt, mit Patamon hat es auch keine Ähnlichkeit und von daher ist das wieder ein sehr schlechtes Armor-Digimon. Also mit schlecht meine ich jetzt natürlich, wie ich ja schon am Anfang sagte, wegen dem Element und dem Armorei und dem Rookie-Digimon. Baromon selbst ist jetzt nicht unbedingt schlecht, aber es ist keins meiner Lieblings-Digimon. Aber es gibt auch schlimmere. So, und meiner Meinung nach, also am besten von den Digimon, die mit dem Armorei des Mutes digitieren, sind Flamedramon und Shadramon, da sie eben einfach in allem passen. Boamon und Lynxmon passen zumindest noch zum Element, aber Baromon und Alomon, ja, die beiden sind ehrlich gesagt ein Griff ins Klo. Trotz alledem, mal von diesem Faktor abgesehen, möchte ich auch sagen, wen ich von denen am liebsten mag, also so rein optisch nur, egal ob es jetzt passt oder nicht. Flamedramon natürlich, klar. Boamon finde ich richtig cool, Alomon und Lynxmon. Ehrlich gesagt kann ich mit Shadramon und Baromon nicht allzu viel anfangen.
So, es gibt noch zwei andere Digimon, die aus dem Armor-Ei des Mutes entstehen und Armor-Level-Digimon sind. Allerdings ist es so, dass abgesehen eins kann eben das Wormon werden, sie nicht aus Adventure 2 Digimon bestehen und sie auch nicht zu Zeiten von Digimon Adventure 2 erfunden wurden, sondern zu Zeiten von Frontier und das erste Mal in dem D-Scanner-Spielzeug vorgekommen sind, weswegen ich auch nicht ganz verstehe, warum man daraus überhaupt Armor-Level gemacht hat. Das erste ist Salamandermon. Und ja, es ist einfach ein brennender Salamander. Gut, es passt zum Element, aber wir sehen nichts vom Armor-Ei, weil es überhaupt keine Rüstung hat. Und es entsteht aus Tentomon und Schumon. Ja, macht sehr viel Sinn, wenn ein Marienkäfer oder eine Maus ein brennender Salamander werden. Das andere ist Flawizardmon. Und ja, da sieht man natürlich, dass es was mit Feuer zu tun hat. Und es hat zwar keine Rüstung, aber die Klamotten erinnern farblich sehr an das Armor-Ei des Mutes. Daher finde ich das hier schon wieder ein bisschen besser. Dass Wizardmon dazu wird, ja, ein bisschen komisch ist es schon, weil Wizardmon und Sorcerymon sind beide Champions. Und das hier ist halt ein Armor-Level. Aber gut, dann ändert Wizardmon halt seine Daten und kann Feuer benutzen. Ist ja keine schlechte Idee. Warum aber Tentomon und Bormon schon wieder dazu werden, ja, das ist halt ein Rätsel.